Willkommen zurück zu Thema Parkwood. Das letzte Mal hatte ich mein Park ein bisschen erweitert. Die Ziele dieses Parks, ja, kenn mich, weißt schon, was du schaffen musst. Und ich hatte so ein... Und ich hatte so ein Art Gewinnspiel Attraktion gekauft, wo man testen muss, wie gut man schlagen muss. Also das hier hatte ich das letzte Mal geholt. Da musste man einfach schlagen, um seine Kräfte zu messen. Und dadurch habe ich dann einen Bonus goldenen Ticket freigespielt. Tja, das heißt, mir fehlt nur noch ein für den nächsten Park. Wo ich immer noch hoffe, dass es der letzte ist. Die Leute haben Durst und bekommen nichts zu trinken. Denkt mal über ein paar zusätzliche Trinkhallen nach. Und ich versuche jetzt, diesen Typen da mehr zu ignorieren. Die Besucher sagen, sie wären kurz vor dem Verhungern. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber du solltest vielleicht wirklich ein paar Restaurants und Imbissbuden bauen. Nein, jetzt habe ich das versehentlich gelöscht. Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Dann gehe ich von oben nach unten. Von unten nach oben. Deine Sicherheitsleute leisten gute Arbeit. Jedes Anzeichen von Ärger wird schnellstens erledigt. 500 Fingerspitzengefühl, versteht sich. 500 Besucher, gut. Das könnte ich schaffen. Das wird sehr lange dauern. Du hast nicht genügend Mechaniker, um alle Attraktionen zu warten. Geil, es hat sich aufgehangen. Super. Blödes Spiel, Alter. Das Problem ist, bevor ich die Aufnahme gestartet hatte, hatte es sich auch einmal kurz aufgehangen. Und jetzt in Australien hatte es sich nochmal aufgehangen. Also während noch des allgemeinen Laden halt. Die Ziele dieses Parks, weißt schon, was du schaffen musst und so, wurden festgelegt. Die genauen Zahlen findest du bei deinen Mitteilungen. Jetzt weiß ich, was ich eigentlich gucken wollte. Die Leute haben Durst und bekommen nichts zu trinken. Denkt mal über ein paar zusätzliche Trinkhallen nach. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis ich 500 Besucher habe. Einige deiner Besucher haben Hunger. Du solltest ein paar Restaurants und Imbissbuden bauen, bevor sie verhungern. Ich meine, bevor sie nach Hause gehen. Sehr lustig. Also das werde ich definitiv schaffen. Das wird... Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Das wird sehr lange dauern. Und Spiel, wir hängst du Deine dich noch Sicherheitsleute einmal leisten gute Arbeit. Jedes Anzeichen von Ärger wird schnellstens erledigt. Du hast es schon dreimal aufgehangen. Versteht sich. Zweimal off-screen und einmal on-screen. Ja, yeah, wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Das heißt, nein, nur eine Verbesserung für eine Attraktion. Aber das ist doch auch was Feines. Wenn ich mich recht erinnere, war das das hier. Es gibt hier nicht genug Mechaniker, um alle Attraktionen zu warten. Vielleicht solltest du ein paar mehr einstellen? Heul, heul, heul. Du Ärmster. Deine Mechaniker könnten mehr Arbeit schaffen, wenn du ihnen Einsatzgebiete zuweisen würdest. Nie ist ein Mechaniker da, wenn man einen braucht. In manche Gegenden des Parks verirrt sich nie einer. Deine Putzleute könnten mehr Arbeit schaffen, wenn du ihnen Einsatzgebiete zuweisen würdest. Ich glaube, sein IQ ist auch unter 10, kann es sein? In einigen Bereichen deines Vergnügungsparks gibt es keine Putzleute. Das hat er doch gerade eben gesagt. Oder sowas ähnliches. Es gibt Gegenden in deinem Park, in denen es überhaupt keine Sicherheitsvorrichtungen gibt. Keine Wachleute, nicht mal Kameras.
In einige Gebiete des Parks verirrt sich niemals ein Clown. Wir reden hier von größeren kulturellen Dürregebieten. Ja, ist jetzt der Ingenieur dran. Alle verfügbaren Attraktionen sind schon gebaut. Ich mache mir Sorgen, dass die Besucher sich langweilen könnten. Schon mal drüber nachgedacht, ein paar neue Attraktionen erforschen zu lassen? Und die dieses Spiel entwickelt haben, war auch anscheinend der IQ sehr niedrig. Wer kommt denn immer, wie gesagt, auf diese beschissene Idee, dass der tausendmal geführt jede fünfte Sekunde irgendwas Blödsinniges labert? Blödsinniges labert. Eins ist mir aufgefallen. Du hast noch nicht viele Verbesserungen für deine Attraktionen erforschen lassen. Das kann natürlich Teil einer umfassenden Strategie sein, die ich bloß nicht verstehe. Aber vielleicht solltest du trotzdem allmählich mal ein paar Verbesserungen erforschen lassen. Du hast Verbesserungen erforscht. Vielleicht solltest du sie auch einsetzen. Du hast nicht sonderlich viele Extras in deinem Park. Na, du weißt schon. Bäume, Brunnen, Statuen, alles Mögliche. Was einen Park halt interessant macht. Wenn du ein paar mehr bauen willst, schau mal unter Sonstiges auf dem Kaufbildschirm nach. Also, bei denen kriegt man echt nur Kopfschmerzen und... Dein Kontostand sieht aber sehr mäßig aus. Du solltest dringend was gegen deine Ausgaben tun, bevor du in die roten Zahlen schlitterst. Willst wer mich verarschen? Ich war gerade noch bei 10 Dollar. Oder über 10 Dollar und jetzt bin ich deine bei 13 Besucher Dollar. Fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Man sieht es doch, dass ich total Gewinne mache. Boah, ist jetzt nicht der Blöde. Egal welche Bekleidung er hat, er ist einfach nur blöde. Du hast ein paar Verbesserungen erforschen lassen, die du noch gar nicht eingesetzt hast. Vielleicht solltest du sie einfach mal ausprobieren. Die Leute lieben Abwechslung. Ein Fahrgeschäft steht kurz vor dem Ausfall. Deckung! Oder man könnte das Ding natürlich auch reparieren. Ist es das? Ja, wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Das heißt, nein, nur eine Verbesserung für eine Attraktion. Aber das ist doch auch was Feines. Ich hoffe, es ist nur hier diese Rennstrecke, die diese komischen Geräusche macht. Deswegen werde ich jetzt hoffeshalber speichern, damit ich jetzt nicht wieder komplett von vorne anfange. Also, wenn ich jetzt den Spielstand lade. Ich gehe lieber eine Nummer sicher. Wie lange geht eigentlich das erste Video, so nebenbei bemerkt? Ich habe darauf nicht geachtet. Ein Fahrgeschäft steht kurz vor dem Ausfall. Deckung! Oder... Ich hab's nicht gemacht, um ihn wegzumachen. Die Ziele dieses Parks, sondern um hier was du schaffen musst und so, wurden festgelegt. Die genauen Zahlen findest du bei deinen Mitteilungen. Denn ich denke mal, ich gewinne hier auch irgendwas. Also ein Ticket, dann kann ich es doch viel verwenden. Info. Mit der Richtungstaste aufwärts kannst du beschleunigen. Mit den Richtungstasten links und rechts wechselst du die Spur. Hallo! Ich glaube nicht, dass ich Erster werde. Denn das ist hier nicht sonderlich einfach. Ich finde, das ist sogar noch viel schwieriger als... das eine normale Rennen.
Also verloren habe ich jetzt schon. Tut mir leid, aber du hast verloren. Viel Glück beim nächsten Mal. Mann, wieder hängt! Jetzt lass mich doch mal durch, du Penner! Was fällt Ihnen ein, mir den Weg zu blockieren? Jetzt auf einmal bin ich schneller? Wieso war ich vorhin so langsam oder hatte ich einfach nur vom Pech gehabt? Nämlich hat er vorhin genau dasselbe wie gerade eben gemacht. Einfach nur vorwärts gedrückt und manchmal die Spur gewechselt. Hey, ja. Gute Arbeit! Du hast in diesem Spiel eine goldene Eintrittskarte gewonnen. Da ich jetzt noch einen weiteren goldenen Ticket gewonnen habe, werde ich jetzt nochmal speichern. Gehe raus und gucke, ob ich den nächsten Park eröffnen kann. Und bitte sag, dass es der letzte ist. Ich möchte eigentlich das Spiel abschließen. Nicht, dass es... Ach stimmt, ich wollte ja noch dann dieses Freispiel zeigen, also nach dieser Art Kampagne. Also, es macht ja im Grunde Spaß, nur dass dieser Typ mich dauernd nervt. Am Anfang war es ja eine Sache, aber jetzt, es ist einfach zu viel. Deswegen bin ich dann froh, wenn ich dann das Let's Play beendet habe. Und außerdem ist es so oder so immer nur dasselbe. Es gibt nur hin und wieder mal neue Attraktionen, aber im Grunde bleibt alles gleich. Ja, es ist das letzte. Und es war mir klar, dass es die Space Zone ist. Der Sternenpark. Ja, weil du am schlechtesten warst. Wie gesagt, das Spiel hat es schon einmal aufgehangen, eigentlich dreimal. Und ich möchte jetzt kein Risiko eingehen, dass es sich nochmal aufhängt, ohne dass ich vorher gespeichert habe. Und deswegen ist es zum ersten Mal passiert bei der Aufnahme, dass es sich aufgehangen hat. Gut. Die Ziele dieses Parks, weißt schon, was du schaffen musst und so, wurden festgelegt. Die genauen Zahlen findest du bei deinen Mitteilungen. Der Name ist genial. Iggy's Hüpfer. Rotobot, Atomitron und Orion Orbit. Dann nehmen wir den Iggy. Mars Attack. Irgendwie kommt der Name mir irgendwie bekannt vor. Irgendwo habe ich den mal, glaube ich, schon mal irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht mal wo. So, die Indianer-Toiletten. Mann. Willkommen im Team, Peter Pascal. Damit er schon mal anfängt, Forschungen zu machen. Der Areontron Raketenwarp. Ich nehme erstmal das erste.
Läden Eismann, Buden Marsmännchen Mann, Monsch, Mensch, Mensch, steht da. Kosmischer Stein und Ausrüstung. Nimm mir gleich Iggy's Hüpfer. Wollte erstmal einen Laden bauen. An die Nase, die kitzelt. Das passt eigentlich mehr ein bisschen zu Halloween. Die grüne Krütze da drin. Gut, man sieht es bisschen, dass es ein bisschen space-mäßig ist, das Gebäude her, aber die grüne Krütze, also was ein Getränk darstellen soll, passt mehr zu Halloween. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Oder ich habe eine bessere Idee. Du schaltest dein beschissenes Gehirn ein. Preis wird schön hoch sein. Was muss man da genau machen? Ja, werde ich dann gleich ausprobieren, wenn ich das spiele. Was wollte ich denn jetzt? Wie sieht eigentlich hier so ein Busch aus? Ich habe ihn jetzt nicht weggemacht, damit er mich nicht nervt, sondern ich möchte wissen, wie der Busch aussieht. Hey, guck mal, da ist so eine... So ein... Von die Sims. So ein... Dieser... Kristall. Ja, der Busch sieht in Ordnung aus. Das soll ein Mülleimer sein? Sieht aus wie eine Schatztruhe. Gut. Dann kann ich das Lambda mal eröffnen. Der Park ist jetzt geöffnet. Nani? Achso, sowas. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Ich glaube, ich habe noch nicht alles erbaut. Deine Attraktionen sind irgendwie nicht der Bringer. Willst du mich verarschen? Vielleicht solltest du ein paar neue bauen. Ich habe doch gerade erst den Park eröffnet und die... Alter, nochmal... Ernsthaft? Er sagt mir schon, die Attraktionen sind nicht irgendwie nicht der Bringer, obwohl ich gerade erst den Park eröffnet habe und die Gäste kommen erst jetzt rein? Will er mich verarschen?
Also, IQ gleich null. Die Besucher finden deine Eintrittspreise sehr billig. Vielleicht solltest du sie etwas anheben. Die Preise, nicht die Besucher. Danke für den Hinweis. Das habe ich vergessen. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Willst du nicht noch ein paar neue erforschen lassen? Nope. Ich werde gleich beenden. Ein neues Extra ist erfunden worden. Sogar die Extras bekommen jetzt zusätzliche Extras. Ach, war dieser Kack. So, ich bin noch knapp bei $30,000. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Yay. Habe ich alles? Habe ich auch schon. Toilette zwischendurch. Hallo? Psst, hey. Die Besucher finden, der Eintrittspreis hier wäre geradezu geschenkt. Ist dir schon mal die Idee gekommen, ihn anzuheben? Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr für heute zugesehen habt. Ich bin froh, dass es der allerletzte Park ist, den ich in der Hauptstory, sag ich jetzt mal, spiele. Ich werde mir auch noch ungefähr da 2 goldene Tickets holen. Ansonsten bin ich dann mit diesem Modus durch. Ich sage ansonsten Tino noch Tschüss.